Marschieren jetzt die Faschisten in Thüringen? Absolut nicht. Es gibt in Deutschland keinen substanziellen Faschismus. Und auch die AfD ist keine faschistische Partei. Das ist absurd, das immer wieder zu behaupten. Und ist auch unklug. Denn alleine mit Verleumdung erreiche ich immer dann nur das Gegenteil. Der Verfassungsrechtler und Ex-Minister Rupert Scholz von der CDU hat jetzt in einem spannenden Interview zu verstehen gegeben, dass Björn Höcke von der AfD für ihn kein Faschist ist, wie alle immer behaupten. Das sagt dir keiner in den Medien über Björn Höcke. Doch auch die AfD ist keine verfassungswidrige Partei in Deutschland, wenn es um den Verfassungsrechtler Rupert Scholz geht. Wer aber wirklich gegen die Verfassung ist, enthüllt Scholz in diesem Interview, und was er hier aufdeckt, ist unglaublich. Aber hier einmal die Frage an Sie, Björn Höcke, ist das jetzt ein Faschist? Also wäre sozusagen ein Faschist der Chef einer Partei, die 30% in Thüringen macht? Thüringen ist ja so etwas ein bisschen wie die Schweiz von Deutschland, Mittellage, ein Seismograf der Stimmung. Marschieren jetzt die Faschisten in Thüringen? Absolut nicht. Es gibt in Deutschland keinen substanziellen Faschismus. Und auch die AfD ist keine faschistische Partei. Das ist absurd, das immer wieder zu behaupten. Und ist auch unklug. Denn alleine mit Verleumdung erreiche ich immer dann nur das Gegenteil. Das ist die AfD nicht. Und die Bestrebungen, die teilweise auch schon artikuliert werden, gerade auch von links, man müsse die und solle die AfD verbieten. Die AfD ist keine verfassungswidrige Partei. Ein Parteienverbot in Deutschland in Artikel 21 Grundgesetz fordert, dass man gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist und, das ist entscheidend nach der Rechtsprechung, der richtigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, das muss in aggressiv-kämpferischer Weise geschehen, im Grunde in einer revolutionären Weise. Das heißt, wenn ich unser System zum Beispiel kritisiere, bin ich wieder bei der Meinungsfreiheit. Das ist legitim. Da kann man nicht auch nicht wie Herr Haldenwang sagen, oh, das ist ja Delegitimierung des Staates. Das ist genau wieder die falsche Richtung. Aber wie gesagt, von einer faschistischen Partei oder einer Nazi-Partei kann in Deutschland gar nicht die Rede sein. Und wenn ein solches Verbotsverfahren eingeleitet werden sollte, das könnte der Bundestag tun, der Bundesrat oder die Bundesregierung, die Anträge stellen. Ich glaube nicht, dass das geschehen wird. Wenn man klug ist, lässt man das. Denn ein solcher Antrag würde beim Bundesverfassungsgericht mit Sicherheit scheitern. Die AfD ist keine nationalsozialistische Partei oder Ersatzpartei. Und sie ist vor allem nicht aggressiv kämpferisch tätig. Im Gegenteil, diese Partei tritt demokratisch legitim bei Wahlen an. Sehr erfolgreich, wie man sieht. Und sie ist in Parlamenten, inzwischen allen deutschen Parlamenten vertreten und nimmt am parlamentarischen Prozess in einer ganz normalen Weise teil. Wird allerdings da teilweise auch ausgegrenzt, was ich vorhin gesagt habe, nicht? Wow, das ist doch mal ein echt krasses Statement von Rupert Scholz, meine lieben Zuschauer. Scholz, der Mitglied der CDU ist, dürfte mit diesen Aussagen seine Parteikollegen richtig zum Toben bringen. Björn Höcke ist kein Faschist für ihn und auch die AfD ist keine faschistische Partei in Deutschland. Doch genau das wird uns immer wieder in den Medien und in der Öffentlichkeit von der Politik suggeriert. Unwahre Tatsachen werden behauptet und in aller Öffentlichkeit schlecht geredet, nur um das politische Denken der Bürger in diesem Land zu lenken. Dabei war es doch gerade Björn Höcke, der im TV-Duell gegen Mario Vogt ihn also trotz aller Meinungsverschiedenheiten, die in einer frei gewählten Demokratie dazugehören, trotzdem seine Hand ausgestreckt hat und ihm eine Koalition mit der AfD angeboten hatte. Meine Herren, wir hatten 45 Minuten. Ich darf nichts mehr zur Koalition sagen. Dann die Zeit, jetzt sind wir schon so weit drüber. Also, ich muss Ihnen das einfach noch mitgeben, lieber Vogt. Mich hat vorgestern mein alter Büroleiter angerufen, der viele Jahre für mich gearbeitet hat und der davor 11 Jahre lang für Willy Böck gearbeitet hat, den ersten Thüringer Innenminister. Sie kennen ihn sicherlich, er ist ja vor einigen Jahren gestorben. Und mein Büroleiter hat mir gesagt, der Willy hat damals eine konservativ-patriotische CDU aufgebaut. Der Willy, der würde sich im Grabe umdrehen, wenn er sieht, wie die heutige CDU sich den roten und bunten Genossen an die Brust werfen würde. Herr Vogt, gehen Sie in sich. Denken Sie nochmal darüber nach, ob Sie mit der CDU wirklich in diesem Linkskurs gut unterwegs sind. Meine Hand ist weiterhin ausgestreckt. Wir machen eine bürgerlich-konservative-patriotische Wende in Thüringen.
Wir gehen es an und das gibt dem Land wirkliche Veränderungen und gibt dem Land eine wirklich neue Perspektive. Wie gesagt, wir sind gesprächsoffen, wie schon 2019, und vielleicht setzen wir uns jetzt auch noch Herr Höcke, Sie sind nicht bürgerlich, Sie sind völkisch. Ich bin demokratisch, Sie sind autoritär. Sie sind multikulturell. Merz hat sich ja vom Volk verabschiedet. Völkisch, bei der AfD gilt, egal was draufsteht, ist es immer Höcke drin. Und deswegen will ich nicht mit Ihnen zusammen. Meine Herren, hier sehen wir es jetzt ganz genau. Björn Höcke gibt Herrn Mario Vogt die Möglichkeit, sich mit der AfD gemeinsam an einen Tisch zu setzen, um gemeinsam in Thüringen Politik fürs Volk zu machen und nicht gegen das Volk. Zusammenkunft statt Spaltung. Würde das ein Faschist hier tun, jemanden die Hand reichen, um gemeinsame Ziele gemeinsam zu erreichen? Aber nein, hier errichtet die CDU lieber Brandmauern und sucht sich hier wieder den einfachsten Weg, gar nicht erst mit der AfD ins Gespräch zu gehen. Dabei war es doch Mario Vogt von der CDU, der nicht vor allzu langer Zeit unser Land versuchte zu spalten und ungeimpften Personen den Kampf ansagte. Der Spiegel titelte damals wie folgt: Thüringen CDU-Fraktionschef Mario Vogt will Ungeimpften höhere Krankenkassenbeiträge kassieren. Thüringer CDU-Fraktionschef: Impfverweigerer sollen höhere Krankenkassenbeiträge zahlen als Geimpfte. Um die Zahl der Impfungen zu steigern, streitet Deutschland über eine Impfpflicht und Anreize von Bratwurst bis Boni. Der Thüringer CDU-Fraktionschef hat einen weiteren Vorschlag: niedrigere Krankenkassenbeiträge für Geimpfte. Und dann heißt es hier, wir schlagen vor, dass Personen mit Corona-Schutzimpfung der Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung um 0,1 bis 0,3 Prozentpunkte gesenkt wird. Die Kosten würde der Bund den Krankenkassen hier erstatten. Doch jetzt kommt der absolute Hammer, meine lieben Zuschauer. Angesprochen, warum Mario Vogt mit Höcke hier ins TV-Duell gehe, schrieb er auf seiner X-Seite wie folgt: Klar, ich stelle mich entschlossen dieser hitzigen Diskussion, weil das auch ein Beitrag für unsere Demokratie und Gemeinschaft ist. Die Auseinandersetzung mit Herrn Höcke ist von zentraler Bedeutung, um seine gefährlichen Ideologien offenzulegen und der Spaltung in unserer Gesellschaft entgegenzuwirken. Das ist der absolute Wahnsinn, was hier wieder passiert. Mario Vogt von der CDU wollte damals allen Ernstes die Krankenkassenbeiträge für Nicht-Geimpfte erhöhen. Nur weil sich Impfverweigerer gegen eine Impfung, die ja noch nicht mal gesetzlich vorgeschrieben war, ausgesprochen haben. Es war doch der freie Wille eines jeden Menschen hier in Deutschland, ob er sich impfen möchte oder nicht. Doch genau mit solchen ideologischen Fantasien der Altparteien und der CDU hat man doch selbst bewusst dieses Land gespalten. Impfverweigerer waren die Bösen, wurden aus der Gesellschaft förmlich ausgegrenzt, denn wenn du keinen Impfpass mit gültigem Impfnachweis hattest, war ein gesellschaftliches Leben in Deutschland nicht mehr möglich. Das ist doch absolut krank, wenn Mario Vogt hier sagt, die Auseinandersetzung mit Björn Höcke ist von zentraler Bedeutung, um seine gefährliche Ideologien offenzulegen und der Spaltung in unserer Gesellschaft entgegenzuwirken. Das ist doch purer Linksfaschismus im Endstadium mit Wahrheitsverdrehung in einem. Und diese CDU soll man in Thüringen dann auch noch wählen. Herzlichen Glückwunsch, Thüringen. Björn Höcke, ein Mann, der immer noch bereit ist, trotz unterschiedlichen Meinungen beider Kontrahenten in diesem TV-Duell Vogt die Hand zu reichen und gemeinsam in einer Koalition aus AfD und CDU bürgernahe Politik zu machen, ist meiner Meinung nach, wie Herr Rupert Scholz hier sagt, kein Faschist. Die AfD ist eine national-konservative Grundgesetzpartei, die von der Mehrheit der Thüringer Wähler in einem demokratischen Staat absolut legitim gewählt werden darf. Wie siehst du denn die Meinung von Verfassungsrechtler Rupert Scholz? Schreib es mir gerne mal in die Kommentare. Ich bin wirklich gespannt, was eure Meinung dazu ist. Ich lasse alle Kommentare zu, egal ob ihr da pro oder contra seid. Schreib es gerne rein. Teilt das Video auch gerne mit so vielen Leuten wie möglich, damit auch jeder solche Missstände hier sieht. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne Like oder Abo dalassen, Glocke aktivieren, dann verpasst du nichts mehr. Und wir sehen uns gleich im nächsten Video.